gleich drei Eltern. Das Shooting für diese Bademodenkollektion, das muss unbedingt nach vorne verschoben werden. Ich habe sie durch ein anderes Model ersetzt. Das geht doch gar nicht, wir haben einen Vertrag. Lesen Sie das Kleingedruckte. Ist das, ich kann nie wieder modeln. Es ist einfach keine gute Idee, was mit Kollegen anzufangen. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich kann dich nicht länger bei Brandenbau beschäftigen. Du bist entlassen. Bist du bereit, die Führung des Imperiums zu übernehmen? Eines Tages bin ich Ihr Gremiumsvorsitzender. Da musst du leider erst an mir vorbei. Das ist ja wohl ein Scherz. Habe ich dich nicht gebeten, die Sache streng vertraulich zu behandeln? Kann doch nicht dein Ernst sein. Du willst, dass ausgerechnet Sebastian dein Nachfolger wird? Die Entscheidung ist gefallen. Das kannst du gar nicht. Die Nachfolge regelt immer noch das Gremium. Dafür wurde dieser Quatsch doch überhaupt gegründet. Das Gremium ist die Familie und ich bin sicher, dass alle hinter meiner Entscheidung stehen. Das glaubst du doch selbst nicht. Du selbst hast doch in den letzten Jahren oft genug demonstriert, dass du Sebastian nicht zutraust. Du bist doch nach China verschwunden und hast Lisbeth mit allen Vollmachten ausgestattet, anstatt sie ihm zu übertragen. Ich hatte meine Gründe. So? Die hast du aber niemandem verraten. Soll ich dir mal sagen, was bei den anderen hängen geblieben ist? Dass du es ihm nicht zutraust. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig, Ansgar. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich möchte mit meinem Sohn unter vier Augen sprechen. Sebastian? Mit der Nummer kommst du nicht durch. Du feuerst mich. Einfach so. Ich muss. Warum? Du hast doch gesagt, es läuft gut mit uns. Ich sei eine fähige Mitarbeiterin. Das bist du auch. Aber? Aber ich merke einfach, dass ich für dich keine Verwendung mehr hast, richtig? Du willst mich loswerden, um ein paar Prozent mehr Gewinn rauszuschlagen. Nein, so einfach ist das nicht. Hör mal, als ich noch Angestellter war, da habe ich auch nicht immer gleich alles geblickt. Aber wenn man dann Chef wird, dann kommt halt auch die Verantwortung und dann wird es halt komplizierter. Okay. Dann erklär's mir, ich bin ja nicht blöd. Gib mir wenigstens irgendeinen Grund, damit ich's verstehe. Es ist so, wie ich es dir gesagt habe. Du hast aber nichts gesagt. Doch, habe ich. Du bist entlassen. Sorry. Wusstet ihr, dass es Mütter gibt, die es in den ersten Wochen noch nicht mal schaffen, sich selbst die Haare zu waschen? Das schaffst du schon. Im Ernst? Ich habe 5 kleinere Geschwister großgezogen. Manchmal habe ich es noch nicht mal geschafft, mir die Nägel zu lackieren. Boah, da kommen ja harte Zeiten auf dich zu. Mhm. Hauptsache, hängt dann nicht jeden Tag so eine mobile Fußpflege mit ihrem Kosmetikkoffer rum. Das halte ich nicht aus. Messi, du kannst dich auf uns verlassen. Wir werden dir helfen, bei allem. Ja. Einmal Haare waschen pro Woche wird schon drin sein. Ich meine, in der Zwischenzeit kann sich ja Hagen um das Kind kümmern. Warum das denn? Weil er einmal mit ihr in der Kiste war? Nein, weil Hagen der Vater ist. Und Daniel, weiß der auch Bescheid? Was denkst du, warum er einfach abgehauen ist? Und du lässt dich hier schön von allen bemitleiden, weil alle denken, Daniel hätte seine arme Freundin zurückgelassen. Du bist echt das Allerletzte. Andi, das ist nicht meine Schuld. Ach, nicht deine Schuld. Wer hat denn mit Hagen gepennt? Nein, ich musste Daniel versprechen, dass ich niemandem sage, dass Hagen der Vater ist, weil er wollte, dass alle denken, dass es seins ist. Ja, weil mein Bruder ein korrekter Typ ist und der sogar die Verantwortung übernehmen würde für einen... Sag es nicht. Ich habe meinen Bruder gleich vor dir gewarnt. Dass du mit jedem in die Kiste gehst, der nicht bei 3 auf dem Baum ist. Andi, jetzt komm mal wieder runter. Ich kann Daniel echt verstehen, dass der in den Dschungel abgehauen ist. Ich würde auch in die Wüste abhauen, wenn ich's... Hauptsache schön weit weg von dir. Und Hagen kann ich nur empfehlen, einen Vaterschaftstest zu machen. Wer weiß, wer da noch alles zum Zuge gekommen ist. Musik.
Wir hatten eine Absprache. Ich weiß. Ich konnte seine selbstgefällige Art aber nicht mehr ertragen. Er hat ausgerechnet den Baum fällen lassen, an dem ich die Schaukel für Emma aufgehängt hatte. Du gefährdest unsere Pläne wegen einer lächerlichen Schaukel? Diese Firma steht vor dem Aus. Die haben das Auktionshaus und die Immobiliensparte verloren. Die Bank ist so gut wie pleite und steht das Wasser bis zum Hals. Und ihr streitet euch um eine lächerliche Schaukel? Diese Schaukel ist doch nur ein vorgeschobener Grund. Natürlich ist es das. Du kennst doch Ansgar und seine Machtspielchen. Wenn du dich da hineinziehen lässt, hältst du es keine Woche auf dem neuen Posten aus. Jetzt, wo Ansgar weiß, was wir vorhaben, wird er alles tun, um deine Nachfolge zu verhindern. Du sprichst von dem Investorengespräch mit Scheich Kamar? Ja, wir brauchen ihn als Investor. Dann hätten wir ein paar Sorgen weniger. Das weiß ich. Und ich bin vorbereitet. Spar dir jetzt bitte jeden weiteren Kommentar. In Zukunft habe ich mich im Griff. Das muss reichen. Sebastian, dein Ton gefällt mir nicht. Ich denke, für deinen Nachfolger ist er angemessen. Dann hat er doch gesagt, dass ich an allem schuld bin. Nun, es lässt sich ja nicht abstreiten, dass du Daniel betrogen hast. Und dass sein Bruder mich einfach sitzen lässt, das ist wohl in Ordnung für ihn. Obwohl ich mich an die ganzen Bedingungen gehalten habe und Daniel mir versprochen hat, dass er mit mir und dem Kind eine Familie sein will. Ja, aber wenigstens musst du jetzt niemanden mehr belügen. Das ist doch eine große Erleichterung. Toll. Was habe ich davon? Ich sitze jetzt hier allein und muss mir bald von Olli und Christian die Haare waschen lassen. Ach doch, du bist doch nicht allein. Graf Hagen hat gesagt, er wird dich bei allen möglichen Belangen unterstützen. Er wird wohl kaum da sein, wenn ich mal völlig fertig bin, Augenringe habe und einfach nur getröstet werden muss. Dafür hast du ja immer noch mich. Das ist lieb von dir, Onkel Justus. Aber machen wir uns nichts vor. Hagen wird einen auf stolzen Papi machen und die ganze Drecksarbeit bleibt an mir hängen. Da muss ich ganz allein durch. Hey, machst du mir ein Espresso, bitte? Danke. Hey, Jesse, ich bin's. Du ruf mich bitte mal an, damit ich weiß, dass dir gut geht, ja? Ciao. Hi, Olli, wie gut, dass du da bist. Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Du, gerade ist schlecht. Ich bin auf der Suche nach Jesse. Sie hatte Stress mit Andi und ist abgehauen, ohne zu sagen, wo sie hin will. Zoff mit Andi. Super, dann hat's ja noch jemanden getroffen heute. Jessica ist auf Königsbrunn bei ihrem Onkel Justus. Der arbeitet da als Butler. So, und bei euch war was los? Wenn man vom Teufel spricht. Nicht hingucken, da ist Andi. Weißt du, was der heute gebracht hat? Er hat mich entlassen, fristlos. Er hat was? Ja. Bella hat mir klargemacht, dass sie nie was mit einem Chef oder einem Kollegen anfangen wird. Ach so, und jetzt glaubst du, sie verknallt sich in dich, weil sie nicht auf Chefs, aber auf Vollidioten steht, ne? Das war doch erst Stufe 1. Stufe 2 ist, ich helfe ihr, einen neuen Job zu kriegen. Stufe 3, sie wird sich in mich verlieben, aus Dankbarkeit. Andi, ganz ehrlich, das ist der bescheuertste Plan, von dem ich jemals gehört habe. Aber er wird funktionieren, wollen wir wetten? Ja, jetzt stell dir doch mal bitte vor, jemand feuert dich, weil er verknallt in dich ist, aber zu feige ist, dir zu sagen. Sag mal, tickt Fritsche noch ganz richtig? Hat er das denn je? Ja, eigentlich schon. Du, ich rede nachher noch mal mit ihm, das hat 100 Pro nichts mit dir zu tun. Mit wem denn sonst bitte? Ich glaube, der ist gerade einfach ein bisschen überfordert. Seit Arnos Tod muss er die Firma leiten. Der Druck, die Verantwortung. Mann, der muss einfach mal wieder sein Leben auf die Reihe kriegen. Ja, und ich habe ihm doch schon dabei geholfen. Und ich bin wirklich gut in meinem Job. Das weiß ich doch. Und deswegen wirst du auch ganz schnell wieder was Neues finden. Vertrau mir. Wer wollte ich immer? Model, Schauspielerin oder Sängerin werden? Oder Automechaniker. Aber ganz bestimmt keine alleinerziehende Mutter. Du wirst das bestimmt ganz wunderbar machen. Ich besorge uns ein Flasche Wein und du klaust ein paar Snacks von Frau Linse, okay? Alles klar. Und dann stellen wir die Telefone aus, verriegeln die Türen und der Rest der Welt kann uns mal. Ja. Oh, hi Jessica. Was machst du denn hier? Ich wollte meinen Onkel besuchen. So ist es. Erlauben Sie mir, dass ich mich jetzt zurückziehe.
Ja, natürlich. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Du siehst aber so aus, als hättest du geweint. Ja, ich weine doch jeden Tag. Das sind die bescheuerten Hormone. Ist doch alles gut. Oh Gott, jetzt weine ich es schon wieder. Wollte ich euch doch gar nicht stören. Macht euch einen schönen Abend, bitte. Was? Nein. Du erzählst uns jetzt mal in Ruhe, was passiert ist, okay? Sag mal, hast du noch viel zu tun oder Lust auf ein bisschen Entspannung? Lust schon, aber ich habe morgen einen wichtigen Termin mit Scheich Kamar al-Jabir. Wenn wir ihn als Investor gewinnen können, ist die Firma gerettet. Ich darf mir morgen einfach keinen Fehler erlauben. Was für einen Fehler solltest du machen? Ihm Whisky anbieten oder in seinem Haaren wildern? Was? Ach, nein, seitdem Ansgar weiß, dass Ludwig mich als seinen Nachfolger vorschlagen will, da fühle ich mich wie auf einem Schleudersitz. Was? Welcher Idiot hat ihm das gesteckt? Oh nein, Sebastian, wie blöd bist du? Ja, das Gleiche dürfte mir auch schon von Ludwig anhören, wenn auch mit weniger eingängigen Worten. Okay. Gut, dann wird ab jetzt wieder scharf geschossen. Weißt du, vielleicht ist es auch ganz lustig. Ach, mir ging dieses... Wir haben uns alle lieb und halten zusammen sowieso auf den Keks. Er will Sebastian zu seinem Nachfolger ernennen? Ja, sieht ganz so aus, als hätte Ludwig komplett den Verstand verloren. Tja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dem alten Trottel zu beweisen, dass Sebastian komplett unfähig ist. Sie haben schon oft genug versucht, Sebastian vor Ludwig zu demontieren. Ohne Erfolg. Bis jetzt hatte ich auch nicht die passende Gelegenheit dazu. Aber jetzt, wenn Ludwig anfängt, Sebastian in seine Geschäfte einzuführen, wird diese Gelegenheit sich garantiert ergeben. Wenn Ludwig Sebastian vor dem Gremium offiziell als seinen Nachfolger empfiehlt, dann werden ihm alle folgen. Ich werde verhindern, dass es zu einer Abstimmung kommt. Familiäre Differenzen. Diese Bagage gegeneinander aufzubringen, dürfte kein Problem sein. Hat ja auch in der Vergangenheit oft genug funktioniert. Ohne langfristigen Erfolg. Ach, finden Sie. Immerhin hat die Firma schon 2 Sparten weniger. Und der Rest der Familie glaubt, dass die Bank kurz vor der Pleite steht. Es sei denn, Ludwig gelingt es, fremdes Kapital in die Firma zu holen. Ja, das stimmt. Was sagt Ihnen der Name Kabar al-Jabir? Ihm gehört halb Dubai. Richtig. Und jetzt möchte der Scheich in Lanshan Enterprises investieren. Tja, wenn da mal nichts schief geht. Oh, entschuldigt die Störung. Hallo. Du bereitest dich auf das Gespräch mit dem Scheich vor? Ja, ich tue seit Stunden nichts anderes. Also, bis gerade. Was gibt's denn? Ludwig lässt ausrichten, falls du noch Informationen brauchst, kannst du dich jederzeit an ihn wenden. Er ist allerdings sicher, dass du den Termin morgen mit Bravour meistern wirst. Mhm. Aber wieso schickt er dich? Er hätte gleich Rauchzeichen geben können oder trommeln. Ludwig hat sich hingelegt. Er hatte einen anstrengenden Tag. Verständlich. Nach all den Wochen im Schweigekloster gehst du Plaudertasche ihm bestimmt ein bisschen auf die Nerven. Danke, Elisabeth. Gern geschehen, Sebastian. Schönen Abend. Und das. So, mein Mann, wie sieht's jetzt aus? Doch keine Lust. Ich habe Lust, aber... Wäre auch ganz schnell gegangen. Tut mir leid, Bella. Dich gefeuert zu haben, war total daneben von mir. Aber ich habe das nur gemacht, weil du gesagt hast, dass du nichts mit einem Kollegen anfängst. Und ich will unbedingt, dass du für mich arbeitest. Ja, und eigentlich will ich auch, dass du was mit einem Kollegen anfängst. Also nicht mit irgendeinem Kollegen, sondern vielleicht mit mir. Nee, das geht gar nicht. Andi ist wahrscheinlich wieder irgendwas quergelaufen und dann hat er das an dir ausgelassen. Ja, aber dann hat er doch nicht so viel.